Hey Freunde, herzlich willkommen zu Was geht? Mein Name ist Vero und diese Woche sind unsere Themen: Adele wahrscheinlich nie wieder auf Tour, die Flying Steps übernehmen Rap-Video und Action Bronson revolutioniert das Musikvideo-Game. Ja, das alles und mehr jetzt hier in Das Musikvideo der Woche kommt von Galantis mit Hunter. Und typisch für Galantis halt sehen wir in dem Video künstlerische, fantasievolle Kreaturen, darunter auch das Maskottchen Seafox. Und wie in dem Song versprochen, entführen sie uns in ein Adventure to the other side. Und dass das Video richtig gut ankam, das beweist der Livestream, den Galantis genau bei Uploadzeit auf Facebook gestartet hat. Ja, und es kam auch richtig, richtig gut an bei euch. Machen wir uns nichts vor, das Musikvideo kennen wir doch alle. Ja, die Rede ist natürlich von Stressed Out von 21 Pilots. Das Krasse ist aber, dass dieses Musikvideo jetzt über 1 Milliarde Mal angeklickt wurde. Yeah! Und warum ist das so krass? Ja, das Video ist gerade mal 2 Jahre alt und nur 65 weitere Musikvideos haben es geschafft, über 1 Milliarde Mal angeklickt zu werden. Wie zum Beispiel der Gangnam Style, ne? Oder Justin Bieber's Sorry oder Taylor Swift's Shake It Off. Damit herzlich willkommen im Billion View Club. Just Let Me Breathe for Minuteman. Ja, so beginnt der neue Song von Action Bronson. Und das ist auch gleichzeitig die erste Videosingle seines kommenden Albums Blue Chip 7000, welches im August erscheinen wird. Und zurück zum Video. Ja, das ist mega. Chaotisch, lebendig, neu und einfach nur verrückt. Es ist nicht so ein pures Musikvideo, sondern irgendwie gemixt mit einem Making-of, mit Interviews und wieder Mucke und Video. Guckt euch das unbedingt an, mega gelungen. Und dass der Gute überhaupt ein neues Album am Start hat, ist eh erstaunlich, weil der hat gerade so mega Erfolg mit seiner Show Fuck That's Delicious. Also umso schöner für uns, dass er jetzt auch wieder richtig viel Mucke macht. Ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan. Das hätte nun, glaube ich, niemand gedacht. Ja, Adele musste ihre Welttournee vorzeitig abbrechen. Ja, 3 Termine hätten noch gefehlt, bis sie die 123 Shows komplett gespielt hätte. Aber leider hat der Arzt gesagt, Mädel, hör auf, deine Stimmbänder sind kaputt. Ja, die letzten Shows hat sie jetzt in London gespielt, was ja eine Herzensangelegenheit war, weil sie ja daher kommt. Aber sie hat nochmal alles ganz genau in einem emotionalen Brief erklärt. Lest ihn euch unbedingt durch, da kam ja auch ein kleines Tränchen. Aber es wird in Zukunft immer noch Studiomusik von ihr geben, aber ob Adele jemals wieder auf einer Bühne stehen wird, das weiß niemand. Und in jeder guten Was-geht-Folge gibt es natürlich auch einen Release-Day zu feiern. Und heute feiern wir Alles auf Rot von Capo! Ja, 4 Jahre haben wir gewartet, bis nun endlich nach Hallo Monaco ein neues Album am Start ist. Und wir haben ja schon ein paar Hits gehört, zum Beispiel Manhattan City Gang, der mega Ohrwurm. Aber jetzt hat er zusammen mit Nemo einen neuen Song rausgehauen. Und das Musikvideo, ja, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Schon als Kind wollte ich dahin genauso leben wie die Kokain-Cowboys. Wollte schon immer mal fliegen, weil die über den Wolken im Privatjet saufen. Beeindruckend, oder? Und wie ihr sehen könnt, gibt's da kein Nemo und kein Capo im Video. Sie haben nämlich den Flying Steps die Show überlassen. Mir ist auch ein bisschen die Spucke weggeblieben bei den Dance Moves. Ja, aber hört euch auch mal die anderen Songs an. Die sind nämlich auch wieder richtig ohrwurmlastig. Und mit auf dem Album sind selbstverständlich auch sein Bruder Haftbefehl, Nemo, Chelo, Abdi, Hannibal, Asimemo und auch Bowser. Kommen wir jetzt zu den Short News. Apropos Bowser, der hat ein neues Musikvideo rausgehauen zu dem Song Danke. Und das ist auch ein Song von seinem Debütalbum 3 Farbenhaus. Und da zeigt er sich jetzt gerade von einer ganz, ganz anderen Seite. Und zwar singt er diesmal nur und rappt nicht eine einzige Zeile. Der Rapper Kai hat ein neues Musikvideo zu dem Song Nothing to Lose rausgehauen. Und wir kennen den Guten ja schon von dem Hit I Spy. Ja, und jetzt wurde er auch noch in die Freshman Class des XXL Magazins aufgenommen, was so viel heißt, er ist einer der besten neuen Hip-Hop-Künstler 2017. Es gibt ein neues Video von Charlie Puth hier auf dem Warner Channel. Das ist ein Video zu einem Live-Auftritt von ihm. Des Weiteren wissen wir auch schon mehr über sein neues Album. Es soll dieses Jahr noch erscheinen und den Titel Voice Notes haben. Ja, und warum Voice Notes? Ja, weil er jeden einzelnen Song mit dieser App produziert hat. Ja, richtig funny.
Kommen wir jetzt zu einer etwas traurigeren Nachricht. Und zwar haben sich Hayley Williams, die Frontsängerin von Paramore, und Chad Gilbert, der Gitarrist von Newfound Glory, getrennt. Ja, 2008 haben sie zueinander gefunden, letztes Jahr erst geheiratet und dieses Jahr ist auch schon alles vorbei. Aber Hayley hat berichtet, dass sie sich im Guten getrennt haben. Deswegen viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Wenn ihr Bock habt auf eine richtig coole Akustik-Session, dann checkt mal unbedingt Mike Singers YouTube-Kanal ab. Da hat er sich nämlich mit der Sängerin Jasmine Thompson wieder zusammengetan und sie haben zusammen ihre aktuellen Hits performt, wie Old Friends und Alien. Und ja, ist richtig, richtig cool geworden. Checkt es unbedingt ab. Am 29. September kommt sein neues Album Uncovered raus. Ja, und ihr könnt ihn live erleben. Ich rede jetzt natürlich von Robin Schulz. Der geht auf große Arena-Tour und ihr könnt auf warnermusic.de/Gewinnspiele 2x2 Tickets für die Stadt eurer Wahl gewinnen. Freunde, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag wie gehabt wieder. Bis dahin checkt unbedingt unser neues All About mit Galantes ab und natürlich unser Format bzw. die Playlist Hashtag läuft bei euch. Bis dahin, eure Vero.